Jo, servus, Part 31 von Super Tux oder Super Tux oder wie er immer heißen mag. Wir machen weiter im Flanders Ice Field. Haben wir vor ein paar Parts schon mal probiert, sind gnadenlos gescheitert. Jetzt haben wir nur noch das Schloss hier. Es ist vermutlich letzte Level. Und bevor wir das machen, will ich die restlichen Level hier schaffen. Schauen wir dann mal. Auf geht's. Ich muss aber überlegen, was war das hier nochmal? Ah ja, stimmt. Kann mich nur dran erinnern an den Kack. Ja, genau. Oh, fuck. Ja, fängt schon super an. Ist endgeil. Oh, Menno. Ja, ich glaube, das Level war scheiße. Ja, es war natürlich scheiße, sonst hätte ich es ja fertig gemacht. Und weil es so scheiße war, haben wir es übersprungen. Oh, fuck. Ja, jetzt weiß ich schon wieder, warum wir das übersprungen haben. Oh, fuck. Item weg. Ah, ja, genau. Ja, wir haben ja jetzt Zeit. Alle Parts der Welt haben wir Zeit für dieses Level. Ich würde ja gern oben rum, aber oben sind Stachelpuschel. Und die sind bläde. Oh, verdammt, was mache ich denn? Ich sollte auf den Einblock-Passagen mir endlich mal angewöhnen, die Renntaste loszulassen. Ah, die Always-Puschel-Armada, jedes Mal aufs Neue. Ja, das Spiel ist von 2003. Das bedeutet, die Puschel auf Super Mario Land wurden hier nicht kopiert, sondern diese Puschel hier gab es vorher. Ob es die Puschel allerdings schon vorher gab in diesem, boah verdammt, in den ganzen Toru-Franchise, das weiß ich natürlich nicht. Das wäre natürlich was. Verdammt. Das wäre natürlich eine interessante Information von unserem Schon. Vorausgesetzt, er schaut sich dieses Let's Play überhaupt noch an. Weiß nicht, wie weit er das überhaupt verfolgt. Meine Videos, ob er jetzt nur Super Mario Land anschaut. Weil er das selber ganz gut gefällt oder ob er allgemeinen Dosten ein wenig auslachen will. Boah, ist das Trixie. Fuck. Menü? Heute ist scheiße. Oben Always-Buschel mit Stachelbuschel, unten Bomben und so ein Eisenbuschel und... Oh, scheiße. Machen wir mal runter hier. Na, oben rum geht's nicht. Haben wir? Nein, haben wir natürlich nicht. Wir haben den Mittelpunkt noch nicht erreicht. War klar. Vielleicht schaffen wir es ja mal mit der Gurgelblume dahin. So, dass wir ein bisschen wehrfähiger sind. Oh, es laggt. Nein! Ach komm, ist doch scheiße. Leckt mich da über den Abgrund. Oh, verdammt! Ja, irgendjemand will, dass ich dieses Level nicht schaffe. Ich würde ja glatt behaupten, es ist der unser Aborigine. Unser Abednego. Hä? Was war denn das? Hat mich der Hoden von Marek Mörgel wirklich getroffen? Hab ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Naja, der Mörgel, jedem haut er seine Klöten ins Gesicht. Bin ja mal gespannt, wie viel Anzeigen wegen Beleidigung ich überhaupt nach diesem Let's Play bekomme von den ganzen Spieleentwicklerteam. Oh verdammt, schon Drecksau! Werden wir ja dann sehen. Nein, ich wollte mein Item haben. Wird wohl nichts mehr. Müssen wir ohne drüber. Boah. Gefährlich, da ist bestimmt auch ein Item drin. Oder irgendwas anderes Brauchbares. Jetzt schauen wir, dass wir da drüber kommen. Das ist ein bisschen kackig, das Ganze. Ach komm! Schaffe ich das? Springe ich in die Bombe, ich Depp. Ja, das war wieder super fail. War kein Epic Fail, es war ein super duper Dummheitsfail. Aber nachdem wir jetzt das Castle in the Sky oder wie das hieß geschafft haben. Verdammt! Bin ich guter Dinge, dass wir jetzt die anderen Level hier auch noch. Ah verdammt so, ne! Dass man die auch noch meistern wollte, sagen, aber so, ne. So, ne. Ne, ne, das stimmt. So, ne. Ja, immer wenn mir das Spiel hier zu blöd wird und ich nicht mehr weiterspielen möchte. Oh verdammt. Da habe ich mir angewöhnt, mache ich ein paar Let's Tests. Einfach ein paar Retro-Games reinschmeißen. Und schon geht meine Stimmung wieder nach oben. Oh verdammt. Wieder nichts mit dem Item. Das ist eine gute Art, das mit den Let's Tests sich wieder ein bisschen aufzubauen nach so deprimierenden Parts wie die letzten, wo sind wir, 31? Ja, wie die letzten 30. Mal oben lang probieren, aber da glaube ich war keine Chance. Alter, schaut euch das mal an, was da oben alles rumhupft. Verdammt, ja, ich wusste es. Da hinten kommen noch mehr Stachelpuschel. Eieiei, das ist eine Kackscheiße. Ja, ja, ja. Also sollte es jemals so weit kommen, dass ich dieses Spiel beende, werde ich natürlich irgendwann einmal Tux 2 anspielen. Aber nicht gleich. Nicht sofort. Ich werde es auch erst einmal offscreen testen. Und wenn es dann dieselbe Scheiße ist wie hier. Oh, ich kann ballern. Wenn es dieselbe Scheiße ist wie hier, dann werde ich auf ein Let's Play verzichten. Wenn sie aber aus ihren Fehlern hier gelernt haben und haben ein solides und sauberes Jump'n'Run abgeliefert, ja, dann freuen wir uns doch auf das Let's Play. Dann freuen wir uns auf Tux 2. Dann schauen wir mal, dass ich ohne Gegentreffer da hinkomme. Ohne dass mich da der Marek Möckel trifft. Machen wir erstmal die da unten kaputt. Weil dann kann ich da gleich runter. So. Ging das so? Nein. Da muss ich runter. Muss ich wohl runter? Jawohl. Sehr schön. Könnten wir eine reelle Chance haben, das Level zu beenden. Drückt mir die Daumen, Leute. Nein, genau da bin ich das letzte Mal doch auch schon runtergefallen, weil man sich beim Springen den Schädel anhaut. Und ich habe schon wieder vergessen. Verdammt, Item verpasst. So ein Kackscheiß. Ja, aber das haben sie mit Absicht eingebaut. Ich glaube nicht an die Bugs in diesem Spiel. Ich glaube, dass das alles Absicht ist. Habt ihr das gesehen, Leute? Ist doch lustig, oder? Das Spiel hier ist zwar mit dem Linux-Pinguin, aber im Grunde ist es doch das Windows unter den Games. Absolut von Arsch. So, jetzt schauen wir mal. Letzte Leben. Ah, das Arsch schon fast rum. Verdammt. Oh, verdammt. Noch, was soll's. Ist doch eh schon wurscht. Umlang. Verdammt! Ja, Leute, ich beende den Part. Keine Lust mehr. Sehen wir uns im Part 32. Und schauen zu, wie Tux ein weiteres Mal in Flanders Level vor die Hunde geht. Bis dahin, Servusler, Eierdosten! Jo, willkommen zurück in Flanders Ice Field. Machen wir gleich weiter. Hat sich nichts geändert. Wir sind immer noch hier, wir haben es immer noch nicht geschafft. Wir kotzen uns weiterhin mit diesem super tollen Level ab. Haben wir mal gehört, vielleicht hilft ja positives Denken. Aber mir will bei diesem Spiel einfach nichts Positives einfallen. Boah, das war Glück. Glück. Gucken wir mal. Ah, ich kann wieder ballern. Das bringt mir natürlich einige Vorteile. Ich muss es ja nur noch ausnutzen können. Nur noch richtig einsetzen können. Da. Wie war das vorhin? Ganz an den Rand stellen. Nicht so weit. Und ballern. Jawohl. Dann müssen die Bomben weg sind und über. Muss die Bomben abschießen. Nett, wie sie uns hier jedes Mal One-Ups zuschmeißen. So, und jetzt kommt dieser lustige Scheiß. Wie kommt man da drüber, ohne dass man da runterfällt? Kann mir das mal einer sagen. Oh, fuck. Ich habe es geschafft. Und der nächste Kack. Geschafft. Oh, ein Block Kacke, aber ziemlich weit weg diesmal. Eines funktioniert. Oh. Verdammt. Alter, die spinnen doch. Alter, haben die den Arsch offen, oder? Haben die schlecht gefrühstückt, oder? Was ist das hier? Krasser Scheiß. Leck mich am Arsch, du Scheißpuschel! Ah, toll. Wenigstens nicht von vorne. So ein Dreckscheiß mit diesem Eiszapfen. Was soll das? Danke. Ja, man muss schnell rennen. Wenn man schnell rennt, kommt man aber nicht anunter, weil Tux ja über Einblocklöcher rennt. Schmeiß mich schon wieder gleich weg vor Lachen. Oh, und springen kann er auch nicht mehr. So. Ah, One-Up verpasst. Das kriegt man doch überhaupt nicht. Ist das eine Kacke hier, echt? Was soll das? Ganz langsam dahin und hoffen, dass uns da niemand trifft. Ah, ist das scheiße. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Ach komm! Ist doch Kacke! Renn, 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 runter da rein. Aha! Verdammt, das war ein Fehler. Wollte gleich drüber springen, ist nicht gelungen. Also wenn wir das Wannabe jetzt mal kriegen, dann haben wir noch eine große Chance. Wenn nicht, dann sehe ich schwarz in dem Part. Da runter rüber. Jawohl. Aber irgendwie nervt mich das hier, Leute. Das ist nervig, das ist nervig, das ist nervig. Scheiß Passage. Puschel nicht getroffen. Warum auch? Und wieder zurück. Oh verdammt, an die wir. Arsch da weg. Komm, komm, komm. Weiter weg. Jawohl. Das hier ist echt kacke. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Und da kommt eine Bombe. Verdammt! Ich habe mir jetzt nicht rennen getraut, weil da Marek Möckels Hoden wieder durch die Gegend schwirrt. Verdammt! Aber mir ist immer noch nicht ersichtlich... Ah toll, jetzt hupft es in die andere Richtung. Mir ist immer noch nicht ersichtlich, was das hier mit Flanders zu tun haben soll. Ist der Kevin ein Flanders-Fan oder ist er einfach nur schwul? Ja, ich glaube schon, dass Kevin ein bisschen eine schwule Ader hat. Er hat so ein wenig mit harten, langen Gegenständen, ne? Und davon sind einige hier. Oh, das ist der Scheiß. Und nein, Puschel. Sehr schön. So war's geplant. Oh, ein Leben bekommen. One-Up wieder verpasst. Nerviger Scheiß, Leute. Nerviger Scheiß. Nervig. 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 Es nervt. Och, scheiß Buschel. Wo willst du denn da hin? Du musst echt warten, bis der da rüberkommt. Oh, es leckt und ich bin tot. Na wunderbar. Ja, so kann man auch Leben verlieren. Hat sich das Spiel gedacht, na, jetzt könnte das nächste Mal, könnte vielleicht das Level schaffen. Dann nehmen wir ihn doch gleich mal ein Leben. Machen wir es noch nicht schwerer. Natürlich denkt das Spiel auch an die Partzeit. Und sagt sich, na, warte mal, 10 Minuten, nehmen wir noch ein, zwei Leben, damit der Part jetzt so lang wird. Natürlich darf man auch die saubere Programmierung des Spiels nicht außer Acht lassen. Das kann ich ja immer wieder nur betonen. Oh, verdammt. Das war zu weit vor, Doschen. Aber ich wollte die Drecksau killen. Aber wenn es ich nicht tue, dann killt er mich. Wollte ich das alte Geben und Nehmen Prinzip. Drecksaupuschel, jawohl. Nein, ich wollte sie nachher. Ist doch scheiße. Ist ja wurscht, was ich wollte. Oh, auf jeden Fall zu weit vorne. Mann. Langsam und gemütlich rantasten. Ja, ja, ja. Irgendwie ist es nervig. Habe ich dir schon gesagt, dass es nervig ist? Also ich find's nervig. Wie ist es mit euch? Das ist einfach nur eine nervige Scheißpassage. Wieder so ein Troll-Level, wieder so ein Troll-Kack. Ist wieder so ein Level, wo man sich denkt... War es nicht möglich, dass die Mutter dieses Level-Erstellers, war es nicht möglich, dass die damals die Pille hätte nehmen können? Ja, jetzt lassen wir den Puschel durch und jetzt glaube ich, failen wir am Eiszapfen. 100 Brote, weil jetzt ist der Puschel weg. Nicht einmal. Wieder zurück. Oh. Ach, der nächste kommt, der uns killt. Nicht einmal. Ist ja der Hammer. Schön langsam vor. Die sterben nicht, oder? Doch, die sterben. Ist ja interessant. Aha. Jetzt mal gucken. Jawohl. Auf die Bombe warten. Digga, im Schauen bin ich da hinten safe nah, oder? Um die Bombe wieder zurück. Warten wir mal kurz. Ja, sie kommen wieder. Das heißt, wir müssten sie da hinten einmal kurz aktivieren. Und jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich unter dem zweiten Block sicher bin oder ob mich da der Hoden trifft. Ich glaube, ja, fast mich trifft der Hoden. Oh fuck. Ein Glück. Ein Item. Menü. Gib mir das Item. Ja, und das Level ist nicht zu Ende. Wann ist denn das zu Ende hier? Verdammt. Geh weg. Wann ist die Scheiße zu Ende? Nächste Kackpassage. Trifft er mich jetzt da? Nein. Das heißt, hier müsste ich auch sicher sein, oder? Rein theoretisch. Uah. Och komm, was ist denn das für Kacklevel schon wieder? Ja. Leute, Part und so. Ich muss beenden, ich habe schon wieder überzogen. Servus, Eierdosten.